Ja, die Freude über den Fund müssen wir jetzt kurz so mit euch teilen. Also, damit hätten wir jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wir gehen ja einfach gemütlich den Weg entlang, einen Weg, den wir im Herbst eigentlich die letzten Jahre eigentlich fast wöchentlich gegangen sind. Und was steht hier am Fuße von der alten Tanne? Die breitblättrige Glucke. Das ist jetzt der dritte Standort von der Art bei uns in der Region, den wir finden konnten. Und dementsprechend groß ist jetzt natürlich die Freude, dass wir dann einen neuen Standort entdeckt haben, beziehungsweise sich die breitblättrige Glucke hier anscheinend angesiedelt hat. Wir werden den Fund auf jeden Fall im Auge behalten. Das Tolle ist jetzt natürlich, wir haben vor ein paar Minuten auch die krause Glucke gefunden und jetzt können wir die beiden Arten mal direkt miteinander vergleichen. Ja, die krause Glucke hat jetzt den Weg neben die breitblättrige gefunden. Und jetzt schauen wir uns die beiden einfach mal im direkten Vergleich an. Und was sofort ins Auge sticht, ist der deutliche Farbunterschied. Die breitblättrige Glucke ist eher weiß, maximal weiß-gräulich, vielleicht ein bisschen weiß-bräunlich. Und die krause Glucke ist deutlich kräftiger gefärbt. Das nächste, was ins Auge sticht, das ist der unterschiedliche Aufbau vom Fruchtkörper. Die beiden dürften jetzt ungefähr gleich alt sein und haben ungefähr auch die gleiche Größe. Und man sieht ja ganz deutlich, wie breit die breitblättrige und wie kraus die krause Glucke ist. Also das, vor allem hier im jungen Stadium sind die sehr, sehr einfach schon allein vom Aufbau der Fruchtkörper zu unterscheiden. Was ein nicht zu vernachlässigendes Merkmal von den beiden Arten ist, ist das Habitat. Also die krause Glucke erscheint eigentlich ausschließlich bei der Kiefer und die breitblättrige im Nadelwald ausschließlich bei der Tanne. Also eine krause Glucke bei der Tanne oder eine breitblättrige bei der Kiefer ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Alleine da schon kann man die eigentlich sehr gut und sehr einfach unterscheiden. Ja, so viel zum Thema. Unserer Meinung nach ist die krause Glucke auf jeden Fall ein besserer Speisepilz. Die breitblättrige Glucke ist bei uns ja wie gesagt schon relativ selten. Deswegen bleibt die bei uns auch immer im Wald, egal wie schön oder groß oder jung und lecker die ausschaut. Es hat, aus unserer Sicht hat die Art nichts im Speisepilzkorb verloren. Die ist im Wald deutlich besser aufgehoben. Und die krause Glucke ist bei uns ein Massenpilz. Also da kann man sich ruhig mal pro Pilzjahr ein paar Stück mitnehmen. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ist da die breitblättrige Glucke häufiger zu finden? Oder ist bei euch auch die krause Glucke ein Massenpilz und die breitblättrige selten? Schreibt es vielleicht in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wir drehen unsere Runde jetzt fertig.
Ja, zum Abschluss von der Tour ist mir jetzt hier nochmal gemütlich gemacht und genießt den Ausblick auf die Wälder und die kleinen Dörfer hier bei uns in der Umgebung. Und ich wollte jetzt am Ende vielleicht auch nochmal was ansprechen, was wir in die Pilzgruppen auf Facebook in den letzten Tagen und Wochen wieder verstärkt aufgefallen ist. Und zwar sind es ganz viele so enttäuschte Posts in die Richtung, oh, nur einen Steinpilz gefunden, oh, keinen Steinpilz gefunden. Und ich finde es immer total schade, wenn die Leute 2, 3 Stunden im Wald waren und eigentlich eine schöne Zeit wahrscheinlich verbracht haben, aber trotzdem enttäuscht nach Hause gehen. Und ich finde, das liegt meistens einfach nur an der falschen Einstellung. Wenn man natürlich schon in den Wald geht, in der Erwartung, jetzt müssen aber unbedingt 1, 2 Körbe voll mit Steinpilzen sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man wahrscheinlich enttäuscht nach Hause geht, weil dass man da zufällig den richtigen Zeitpunkt erwischt, ist unwahrscheinlich. Und in den meisten Fällen wird es halt dann ja bei einer Enttäuschung bleiben. Und es ist eigentlich schade, weil im Endeffekt haben die Leute ja trotzdem eine schöne Zeit im Wald und finden schöne Sachen, lernen neue Arten kennen. Und da wäre es für mich so ein kleines Anliegen, wenn man einfach mal mit einer anderen Einstellung in den Wald geht. Also nicht in die Richtung, was kann ich zum Essen finden, sondern was kann ich Neues entdecken, was kann ich Neues kennenlernen, welche neuen Arten zeigen sich, was ist Spannendes dabei, habe ich vielleicht eine Tierbegegnung, die mich begeistert. All diese kleinen Dinge, die wo so einen Waldspaziergang eigentlich so richtig ja, schön einfach machen. Und wo es nicht einfach nur darum geht, dann mit einem 3-Kilo-Steinpilz auf Facebook zu prahlen, jetzt überspitzt formuliert, sondern einfach, dass man eine schöne Zeit einfach hat. Ja, das ist vielleicht so von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Muss es immer ein großer Steinpilz sein oder eine riesige Glucke oder irgendwas in die Richtung? Oder ist es nicht doch vielleicht einfach die schöne Zeit im Wald, die Ruhe, die Entspannung? Das Kennenlernen von neuen Arten, Tierbegegnungen und was es da sonst noch so alles gibt. Schreibt es vielleicht einfach in die Kommentare, würde mich interessieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start in den Oktober.